Guten Morgen. Es ist finster und der Vollmond steht am Himmel, den ich nur für euch aufgenommen habe. Und deswegen kommt er jetzt auch mal direkt auf die Idee, den Channel zu abonnieren. Tja, und weil die Jahreszeit sonst so finster ist, habe ich mir sogar richtig ganz gemütlich mit Teelichtern und einer Öllampe Licht auf dem Balkon gemacht. Wir haben gerade Vollmond. Ich bin allerdings nicht wegen dem Mond wach, denn ich durfte gestern auch im Internet mich ein wenig unterhalten, ob man denn so eine Art Mondfühligkeit entwickeln kann oder nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der Vollmond hat vielleicht als Lichtquelle in der Nacht eine besondere rationale Anziehungskraft auf Menschen, weil man da dann vielleicht auch in der Nacht besser unterwegs sein kann, auf die Jagd gehen kann, weil man die Wildschweine besonders gut sieht. Und das ist eigentlich auch mein Tipp für eine dunkle, aber noch nicht allzu kalte Jahreszeit. Eine Nachtwanderung, wenn Vollmond ist im Harz, ist eine ganz spannende Geschichte. Das macht Spaß, das ist eine sehr coole Aktion. Das kann man ja einmal machen, wenn noch kein Schnee liegt und später, wenn Schnee liegt, weil dann stellt man erstmal fest, was für eine Kraft der Vollmond hat, wie viel Licht er bringt. Das ist dann, gerade wenn Schnee liegt, ist zum Teil so hell, dass man da sogar Zeitungen lesen könnte. Und das ist halt auch vielleicht eine ganz coole Idee, einfach als Naturerlebnis, wenn man da unterwegs ist. Aber so diese Mondfühligkeit und die Begründung, es gibt ja auch Ebbe und Flut und deswegen müsste der Mond auch Einfluss auf den Menschen haben. Ich glaube nicht, dass ich dem folgen möchte, weil wenn Vollmond ist und ich weiß es nicht, dann schlafe ich ausgezeichnet und nur wenn man halt zufällig mal wach ist und sieht, dass da Vollmond ist, könnte man sich davon beeinflussen lassen, indem man nicht mehr schlafen kann, weil man darüber nachdenken muss, ob einen der Vollmond vielleicht beeinflusst oder nicht. Tja, und das hier ist mein Endbild. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß und eine angenehme Nachtruhe.